Merkel und Seehofer reden gegen Pfeifkonzert an. Achtmal war sie nun schon in Bayern. Mit ihrem 9. Auftritt im Freistaat beendet am Freitagabend Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht nur ihre Wahlkampftour. Ihr Auftritt auf dem Münchner Marienplatz wird auch zur kleinen Friedensgeste an den Mann, der ihr in den vergangenen 2 Jahren das Leben besonders schwer gemacht hat. Horst Seehofer. Auch der CSU-Chef ist 45 Stunden vor Schließung der Wahllokale auf Harmonie bedacht. In seiner knappen Begrüßung lobt er die Arbeit und das Engagement der Frau, die seit 12 Jahren Bundeskanzlerin ist. Ich denke, es waren gute Jahre für die Bundesrepublik Deutschland, lobt Seehofer. Dennoch sind die beiden sichtlich irritiert. Was sich auf dem Platz vor dem Münchner Rathaus abspielt, spiegelt eine auf politischen Veranstaltungen in Bayern ungekannte angestaute Wut in Teilen der Bevölkerung wider. Eine Stunde lang versuchen Demonstranten, die Redner niederzubrüllen. Mit Pfeifen und Brüllen wird man die Zukunft nicht gestalten. Linke wie Rechte liefern sich dabei einen unseligen Wettbewerb. Widerstand global gegen Krieg und Kapital lautet auf der einen Seite die Parole. Merkel hasst Deutschland, Merkel muss weg, heißt es bei den anderen. Ältere Männer schreien mit rotem Kopf wutentbrannt gegen die Lügnerin Merkel an. Auf dem Rindermarkt, einem Platz keine 3 Minuten entfernt, hatte die AfD eine Gegenveranstaltung angemeldet. Die Anhänger wechselten offenkundig schnell zur CSU-Kundgebung. Die Unionsanhänger, die mit schwarz-rot-goldenen Kanzlerinnenplakaten ausgestattet wurden, haben in dem Lärm der Demonstranten Mühe, den Reden zu folgen. Merkel, die überpünktlich erscheint, geht nur kurz darauf ein: Mit Pfeifen und Brüllen wird man die Zukunft unseres Landes mit Sicherheit nicht gestalten, bevor sie stoisch ihre Rede abspult. CSU-Chef Seehofer schaut so unglücklich, als habe er bislang nicht an die Verrohung der Sitten im Wahlkampf geglaubt. Dennoch demonstrieren die beiden Parteivorsitzenden bei dem gemeinsamen Münchner Auftritt pflichtschuldig und mit gutem Willen die Einigkeit der Schwesterparteien. Die CSU hatte auf Twitter Merkel freundlich für die Veranstaltung geworben, entsprüht, voll motiviert, hieß es da. Was 2015 war, das darf, soll und wird sich auch nicht wiederholen. Die Kanzlerin revanchiert sich mit viel Lob für die Bayern. Für ihre leistungsfähige Wirtschaft, für das herausragende Bildungssystem und mit Blick auf den CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann für die innere Sicherheit, die im Freistaat beispielhaft gut sei. Merkel kundigt deswegen ein Musterpolizeigesetz zu entwerfen, damit gleiche Sicherheit für alle in Deutschland gewährleistet werde. Überhaupt sei es wichtig, dass Bayern mit der CSU eine starke Kraft in Berlin bleibe. Merkel dankt auch allen Helfern, die vor 2 Jahren in einer humanitären Notlage sich um die Flüchtlinge gekümmert hatten. Aber ich sage auch, was 2015 war, das darf, soll und wird sich auch nicht wiederholen. Sie gesteht indirekt zu, dass damals Fehler begangen wurden und gelobt, Konsequenzen zu ziehen. Wir haben aus den Ereignissen von damals gelernt. Die schreienden Demonstranten kann sie damit nicht besänftigen, aber es ist ein Signal, dass die CSU nicht oft genug hören kann. Von der Obergrenze spricht die Kanzlerin erwartungsgemäß nicht. Der Streitpunkt und das Reizwort werden schon seit längerem ausgeklammert.
aber diese Aussagen sind für Seehofer genug Schuldeingeständnis der Kanzlerin und Nachweis des eigenen Erfolgs. Mir reicht, was ich an Signalen habe und an Handlungsmöglichkeiten auf unserer Seite sehe, hatte Seehofer schon vor der Endspurtveranstaltung erklärt. Es ist überzeugt, dass die CSU in dieser Frage viel erreicht habe, selbst wenn Merkel die Obergrenze weiterhin ablehnt. Seehofer dagegen bekräftigt, dass die geforderte Obergrenze bei den Flüchtlingszahlen komme, allerdings nicht auf der Harmonie-Veranstaltung in München. Keine Streitereien auf den letzten Metern der Bundestagswahl 2017. Das Verhältnis zur Kanzlerin bleibt aber Seehofers Problem bei der Bundestagswahl. Die Annäherung des CSU-Chefs an die Kanzlerin, die er zu Beginn des Wahljahres eingeleitet hatte, ist an der Basis nicht unumstritten. Zu heftig war ihr Seehofers Schwenk. Bei einem missglückten Friedensgipfel in München im Februar 2017 leitete Seehofer die Versöhnungsphase ein. Aber immer noch hören die CSU-Wahlkämpfer, dass wegen Merkel dieses Mal das Kreuz nicht bei der CSU gemacht werde. Seehofer dagegen geht trotz des Dauerstreits der vergangenen zwei Jahre wieder mit Merkel auf Stimmenfang. Das sei eine goldrichtige Entscheidung gewesen. Denn auch in Bayern sei das Ansehen der Kanzlerin sehr hoch, wie Umfragen zeigten. Hätte sich die CSU gegen die Kanzlerin gestellt, hätte das die Partei gespalten. Wie sehr er deswegen unter Rechtsfertigungsdruck steht, zeigte sich am Vortag. Überraschend lud Seehofer zu einem Pressegespräch. Über zwei Stunden lang rechtfertigte er sich dabei vor allem für seine Wahlkampfstrategien und verspottete die Zweifler in den Medien und den eigenen Reihen als Pyjama-Strategen und intellektuelle Überflieger. Seehofer baut offenbar schon jetzt vor, um kritische Diskussionen bei einem Wahlmisserfolg zu verhindern. Auf den letzten Metern aber sollen weder alte Streitigkeiten noch die sich verschlechternden Umfragewerte für die Union eine Rolle spielen. Merkel, Seehofer und CSU-Spitzenkandidat Herrmann loben die gemeinsamen Leistungen der vergangenen Jahre und appellieren an die nach CSU-Angaben 8000 Zuhörer auf dem Marienplatz bei den Stimmen für die Union abzugeben. Merkel singt zum Schluss sogar bei der Bannhymne mit. Zur Einstimmung auf das CDU-CSU-Spitzentreffen hat sie die Vorband allerdings Ikan Gednosatis Fraktion von den Rolling Stones gespielt. No.